Der Bindefaden wird in der Mitte des Hakenschenkels aufgesetzt und Richtung Hakenbogen gewickelt. Der Eiballen wird mit Antrongarn in Chartreuse imitiert. Ein größeres Stück nehmen, um es ebenfalls als Unterkörper zu verwenden. Das Antrongarn, welches sich auf dem Hakenschenkel befindet, wird mit dunkelbraunem Dubbing abgedeckt. Nun folgt der erste Flügelteil, das aus einem Büschel Rehhaar besteht. Zuerst werden die Spitzen des Büschels im Haaraufstoßer auf einer Länge gebracht. Danach wird ausgemessen und anschließend werden die dickeren Enden abgeschnitten. Die ersten Wicklungen sollte man nicht zu fest machen, denn dann ist die Gefahr sehr groß, dass sich das Rehhaar zu sehr spreizt. Da die Flügel der Köcherfliege sehr eng am Körper anliegen, sollte das Rehhaar entsprechend schlank eingebunden werden. Das dickere Ende des Büschels wird mit Dubbing abgedeckt. Nach dem gleichen Prinzip wird anschließend ein zweites Büschel Rehhaar vorbereitet. Dieses wird etwas länger als das erste Büschel und wird am Hakenöhr eingebunden. Überstehende Härchen werden weitestgehend abgeschnitten und anschließend vollständig mit dem Bindefaden bedeckt. Das Rehhaar wird mit einer Klettbürste in Form gebracht. Wie schon erwähnt, sollte das Material eng anliegen und nach hinten zeigen. Widerspenstiges Rehhaar wird entsprechend abgeschnitten.
wenn notwendig, mit einem braunen Marker etwas nachfärben. Um die Beinchen nachzuahmen, wird eine braune Hahnenhechel eingebunden. Diese wird vertikal auf dem Hakenschenkel eingebunden und der Bindefaden wird hinter der Feder gelegt, also Richtung Hakenbogen. Zur Absicherung zwischendurch auch mal einen Haarfädchenknoten legen. Nun wird die Hechel nach hinten gewickelt, bis die Flügel berührt werden. Anschließend wird der Bindefaden durch diese Wicklungen hindurch Richtung Hakenöhr geführt. Zuerst einen Halfhitch-Knoten legen und anschließend einen Whip-Finish-Knoten, damit ein schönes Köpfchen entsteht. Ein wenig Lack sorgt für mehr Haltbarkeit. Auf der Unterseite wird ein V ausgeschnitten, damit die Fliege niedriger und stabiler auf der Wasseroberfläche steht. Fertige Granum. Viel Spaß beim Nachbinden und viel Erfolg am Wasser.